Ja, Prost, Junge! So, Schlafplatz ist einsatzbereit. Natursekt für alle! Guten Morgen, ich und Helmut haben hier gepennt. Hier auf diesem Spielplatz. Und heute ist Männertag. Das heißt, später wird gesoffen. Die Sachen sind gepackt und jetzt laufen wir erstmal zur Elbe. Guck mal, hier vorne ist der Elbe und da drüben, da ist eine Fähre. Auf die warten wir jetzt und dann fahren wir rüber. Seht ihr diesen Punkt hier vorne? Dieser Punkt, das war eine Zecke gewesen, die hat mir ins Gesicht gefressen. Und ich bin sehr gespannt drauf, ob irgendwelche Borreliosen-Tumore dann in meiner Hirnhaut da sich verteilen. Ich bin sehr gespannt drauf, den Trip. So, guck mal. Da drüben, da ist die Elbe. Und wir sind über die Fähre gelaufen, gefahren. Und sind hier ausgestiegen und sind ein Stück nach hier gelaufen. Extra, damit wir uns hier auf diesem Boden ein bisschen Schlaf nachholen können. Unter dieser Brücke hier. Guck mal, hier hat jemand gegen die Wand geschissen. So, Schlafplatz ist einsatzbereit. Jetzt wird ein bisschen rumgepennt, ein bisschen Schlaf nachgeholt. Hier am Wegesrand. Man hat ja so ein bisschen geschlafen und jetzt wird in der Öffentlichkeit geduscht. So, ich habe gerade geduscht und selbstverständlich sind hier ein paar Fahrradfahrer hier vorbeigefahren. Und da vorne sind Züge, Passagierzüge hier durchgefahren. Das war eine Selbstverständlichkeit. Jetzt erstmal ein bisschen Bartöl auf dem Bart drauflegen. Extra, damit der nicht stinkt. Ach so, ich habe hier meinen Bierpower-Tanktop an. Link unten in der Beschreibung, wo man das kaufen kann. Weil diesen Muster habe ich selber gemacht. Ja! Wir haben uns gerade frisch gemacht und jetzt gelaufen wir zum Bahnhof. Um von dort aus nach Dresden zu fahren. Und ich werde auf jeden Fall den Zug voll scheißen. Mit hoffentlich ganz viel Bierschissgeruch. Damit ich andere Leute belästigen kann. Hier vorne steht unser versiffter Zug. Wir werden hier jetzt einsteigen. Heute werde ich ein paar mehr Bierpowers machen, nachdem ich dieses Bier hier ausgetrunken habe. Ich grüße dich, Jenaya. Vielen Dank für das Upgrade von Stufe 1 auf Stufe 2 Bierpower Kanalmitgliedschaft. Ich grüße dich, Maize.
Vielen Dank für deine PayPal-Donation. Ich grüße dich, Patrick G. Ich bedanke mich für deine großzügige PayPal-Donation. Björn K., auf dich werde ich jetzt 2 Bierpowers machen gehen. Bierpower 1. Bierpower 2. Vielen Dank für deine großzügige PayPal-Donation und ich grüße alle, die mich aus Bisping kennen. Und Kohli, wir müssen unbedingt schon wieder ganz viel Bier zusammen trinken. Aber so richtig. So, jetzt werde ich den letzten Bierpower-Grüße für eine Person innerhalb dieses Videos machen gehen. Und zwar Stefan P. Auf dich werde ich jetzt 5 Bierpowers machen gehen. Bierpower 1. Bierpower 2. Bierpower 3. Bierpower 4. Bierpower 5. Stefan P., ich grüße dich und vielen Dank für deine großzügige PayPal-Donation. Das ist auf jeden Fall nicht selbstverständlich. Und ich bedanke mich an jeden Supporter, der meinen Kanal unterstützt. Und alle Donations, die über PayPal laufen, werden wie immer in meinen Kanal reinvestiert, also in Film und Technik. So, jetzt wird das eigentliche Video fortgesetzt. Wir sind in Dresden-Neustadt angekommen und wir gelaufen jetzt erstmal zum Schließfach. Und genau hier vor, das sind diese ganzen Schließfächer. So, wir waren gerade beim Schließfach gewesen, um da die ganzen Sachen umzuräumen. Und jetzt laufen wir, zu Lidl Bier kaufen. So, Bier ist gekauft. Naturin, das heißt, startet jetzt seinen Männertagsvlog. Premium. Wir sind gerade dabei, zu dorthin zu laufen. Wir sind gerade dabei, zu dorthin zu laufen, wo wir dahin laufen. Mit Bier. So, Natururin, bist du bereit für deinen ersten Männertagsvlog? Ich werde darauf ein Bier trinken. So muss es sein. Premium Hügel. So, wir sind zu der Stelle angekommen, wo wir angekommen sind. Natursekt für alle! Wir werden heute ganz viel Bier zusammen trinken. Ein Hoch auf die Eisstabilisierung, ihr Hurensöhne! Alter, das Perlenbau aus der Plastikhülle. Das ist ehrenloser Mutterficker-Scheiß, ihr geilen Fotzen, Alter. Ja, Prost, Junge! Auf einen fantastischen Männertag, ja. Jetzt wird erstmal Tabak gekauft, weil der Bundeskanzler ein richtiger Tabak-Junkie ist. Ich nicht mehr. Was für ein Glück. Raucht nicht. Aber das waren vier lange Entzugsmorde gewesen. Ja, ich bin immer mal wieder ohne Tabak unterwegs und dann mit halt. Ich muss mich auch noch definitiv als Nichtraucher etablieren. Der Bundeskanzler. Was ist denn hier schon wieder los? Zum Teufel. Geil, Ausnahmezustand. Ich liebe es. Wir gehen in den Lidl. Um neues Bier zu kaufen. Jawohl, um neues Bier zu kaufen. So ist es. Jawohl. So, hier vorne ist Lidl und wir werden da jetzt eindringen, um neues Bier zu kaufen. Schon wieder. So, wir haben hier neues Bier gekauft. Bei Lidl. Und jetzt gelaufen wir weiter. Zu dorthin zurück. Position, weißt du, um den Biernebel zu erzeugen. Wo? Zu dorthin zurück, wo wir gerade hergekommen sind. Natururin steht hier vor dem kürzesten Weg zum Lidl. Vom Glockenspiel. Da ist er dahinter. Na? Das haben wir ausprobiert, da sind wir uns sicher. Ja. Zumindest der schwerbehinderte Ranzler ist sich sicher. Ja, Prost, Junge! So, wir waren gerade wieder zurück da oben. Und jetzt gehen wir schon wieder zurück zum Schließfach. Und nochmal neues Bier kaufen. Ja. So, wir sind schon wieder hier bei diesem komischen Schließfach und jetzt gehen wir zu Lidl.
um neues Bier zu kaufen. So, wir haben gerade die Sachen von, für so ein paar Sachen vom Spießbach und neues Bier geholt. Mhm. Damit wir später noch mehr Bier trinken können. Ich bin eine ranzige Bazille. So, wir sind jetzt hier unter dieser Brücke, wo ich und Helmut schon zweimal drunter gepennt haben. Oder ich weiß nicht, ein oder zweimal. Und genau, und wir werden diesen Anblick jetzt hier genießen. Und darauf werde ich erstmal ein Bier trinken. Gepros. Guckt euch mal diesen Süff hier vorne an. Hier ist ein Bier ausgelaufen. Der ist richtig, das wurde irgendwie aufgestochen oder so. Und jetzt ist das Ganze hier so versüfft, dass das hier jetzt in der Elbe ausgespült wird. So, die Tasche wurde gerade hier an der Elbe hier gewaschen. Die wird jetzt entlüftet. So, wir haben hier an dieser Elbe gechillt und jetzt laufen wir zu woanders hin. Verlachtest du wieder hier in der freien Wildbahn? Das weißt du noch nicht. Ich würde es feiern. Vielleicht. Geprost. So, wir sind jetzt hier an diesem Platz angekommen, wo wir hingelaufen sind. Der Schänder sitzt neben uns. Und hier, er hat schon wieder so eine Maske hier verfärbt. Das sieht jetzt so aus. Und genau, darauf werde ich jetzt erstmal ein Bier trinken. Hatschia! Wir laufen jetzt weiter zu dorthin. Zu woanders hin, meine ich jetzt. Genau, zu dorthin laufen wir hin. Und zu nirgendwo anders. Die Sonne ist wieder rausgekommen, weil oben ist blaues Himmel oder wie das heißt. Und das ist so richtig geil, wenn der Dedra scheppert. Es muss richtig runterkommen. Es muss runterfließen. Es muss genauso runterfließen wie die Flüssigkeiten von Vaginas. Es muss richtig runterfließen. Ein Kilo für den Hatschi. Es muss richtig spritzen. Es muss mehr als spritzen. Wir haben eine Brücke gefunden. Guck mal, Leute. Wir sind genau hier angekommen. Weil da drüben ist unser Taxi. Wir werden da jetzt einsteigen. Und jetzt laufen wir woanders hin. Zu diesem Rewe Togo oder wie das heißt. So, gekauftes Fressen ist fertig. Guck mal, hier vorne ist Taxi. Wir gehen hier rein. So, wir sind beim Schänder angekommen. Das ist eine Lüge. Und
Wir sitzen hier rum. Lüge. Lüge. Bierpork mit. Das ist ein Bierpower Verkehrsreflektor bei Nacht. Nicht geschafft.